Ich bin Franz, ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus Berlin und genau, bin dort aufgewachsen und geboren, studiere dort jetzt Medizin und freue mich jetzt hier in Bergen in Bayern eine Haushaltsformulatur zu absolvieren. Ich bin Julian und ich komme aus Brüssel ursprünglich und bin dort auch aufgewachsen, studiere jetzt seit 2016 in Berlin Medizin, bin jetzt also 10 Semester fertig geworden. Und bin jetzt hier nach Bayern gekommen, nach Bergen, um auch meine Haushaltsformulatur auf dem Land zu absolvieren. Wie schaut denn so ein üblicher Tagesablauf bei Ihnen aus? Also wir stehen in der Regel so um 20 vor 7 auf, um dann hier in der Haushaltspraxis um 8 Uhr mit der Morgensprechstunde zu beginnen. Diese dauert von 8 bis 12 Uhr. In der Mittagszeit zwischen 12 und 16 Uhr gestalten wir dann einige Hausbesuche, besuchen auch Pflege- und Altenheime und Genau. sind dann, möchtest du Ja, übernehmen? gerne. Und dann nachmittags gibt es wieder eine Sprechstunde von 16 bis 18 Uhr, wo wir die Ärzte unterstützen bei verschiedenen Untersuchungen, morgens auch bei den Blutentnahmen und bei verschiedenen Testungen, also für Geriatrie-Testungen, also für ältere Menschen, aber auch Testungen bei Diabetes oder bei Bluthochdruck, alles Mögliche. Was ist denn jetzt das Besondere für Sie, das Ganze in einer Allgemeinarztpraxis auf dem Land zu machen? Das Spannende ist auf jeden Fall, Patienten und ganze Familien zu begleiten, die kennenzulernen, auch ihre Lebensumstände kennenzulernen, ihre Familiengeschichten kennenzulernen. Und ja, wir haben eigentlich das Gefühl, uns in Bergen schon richtig zu Hause zu fühlen, glaube ich, weil wir einfach auch so viele Menschen und ihre Lebensgeschichten kennengelernt haben. Ja, und also Stichwort die sprechende Medizin, dieser Umgang mit Patienten und auch diese Einblicke in den Alltag zu bekommen, der auch ganz anders ist als in der hektischen Großstadt in Berlin, was wir eigentlich gewöhnt sind. Und natürlich in der Allgemeinmedizin dieses breite diagnostische Denken, wo man sich wirklich in ganz verschiedenen Richtungen auch orientieren muss, um die richtige Diagnose zu finden. Das finden wir sehr spannend. Jetzt wird Ihre Formulatur gefördert durch den Bayerischen Hausärzteverband. Wäre das sonst möglich gewesen, von Berlin hierher zu kommen? Das wäre sonst sehr schwierig gewesen. Die Fahrt hierher ist sehr teuer und vor Ort hier ist man auch nur mit dem Auto eigentlich mobil, deswegen ist das auch relativ teuer natürlich. Und diese Förderung hilft uns da sehr mit der Wohnung, die in Berlin natürlich auch noch bezahlt werden muss. Da sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Ja, genau, das ist ideal. Julian hat schon gesagt, wir müssen in Berlin Wohnungen bezahlen, müssen hier runterkommen. Ohne die Förderung wäre das sehr schwierig geworden. Ja, das war dann doch auf jeden Fall einfacher, die Entscheidung zu treffen, mit noch ein bisschen finanziellem Rückenwind. Sinn der Förderung ist es ja, jungen Medizinstudierenden Lust auf die Allgemeinmedizin zu machen, insbesondere auf dem Land. Wäre das eine Jobperspektive für Sie? Perspektivisch auf jeden Fall. Ich denke, dass es eine sehr bereichernde Sache ist, die Allgemeinmedizin, insbesondere die landärztliche Versorgung, auch mal kennenzulernen, da sie, denke ich, vor allem in Deutschland bei einer alternden Bevölkerungsstruktur entscheidend ist. Und ja, auch der universitären Großstadthektik in der Klinik mal zu entfliehen, ist auch spannend. Und das kann ich mir auf jeden Fall perspektivisch vorstellen, ja. Da kann ich mich nur anschließen und ich finde auch familienplanerisch und Stichwort Work-Life-Balance ist das natürlich auch ein ganz anderes Umfeld als im stressigen Alltag einer universitären Klinik zum Beispiel. Vor allem auch, wenn man hier in so einer schönen Natur sein kann wie in Bergen und in Oberbayern.